So, und jetzt bin ich richtig hier. Ich freue mich, dass ihr so viele da seid. Ihr habt es alle herbekommen. Gestern gab es beispielsweise irgendwelche Stellwerkausfälle, aber ich glaube, mittlerweile haben wir keine Probleme mehr herzukommen. Schön, dass wir so viele sind. Ja, wir haben jetzt ein oder zwei Talks schon gesehen. Jetzt gehen wir in die ernsthaften Teile nach dem Fun-Talk, den wir hier zuletzt hatten. Wer von euch kennt eigentlich LAN-Partys? Yay, dann habt ihr zumindest ein Stichwort hier, was es in dem Talk geht, glaube ich, schon mal kapiert. Wer von euch kennt BGP? Was wollt ihr denn eigentlich noch hier? Okay, ich glaube, ihr habt ein bisschen was Ahnung, worum es geht, und ich hoffe, ihr habt Spaß mit Wie tauscht man eigentlich Internet von Momo und Sebastian, die sich gleich selbst vorstellen werden. Viel Spaß! Ja, dann vielen Dank. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Nur mit einem müssen wir euch schon mal von Anfang an enttäuschen. So ernst wird es auch nicht. Wir versuchen natürlich jetzt hier ein paar technische Details häufiger auch mit ein bisschen Humor zu erklären. Dabei bleiben ein paar Details auf der Strecke. Nehmt es also bitte nicht als Nachschlagewerk, sondern als Inspiration, wenn euch irgendeine Technik davon interessiert. Das Zweite, was wir gerne vorneweg noch lösen möchten, wir betreiben einen Internet-Exchange und dementsprechend haben wir eine Meinung, die wird hier einfließen. Das werden wir versuchen zu kennzeichnen. Nichtsdestotrotz, wenn wir hier irgendwas als Fakt raushauen, fact-checkt uns gerne. Des Weiteren, wir erzählen alles in IPv6. Früher, damals, gab es mal dieses IPv4, das ist aber irgendwie vorbei. Ich hätte es auch lieber gerne so, dass es stimmt, was ich hier erzähle, aber ja, wie gesagt, fact-checkt mich gerne. Und ja, wie gesagt, wir sind im Abendprogramm angekommen. Ein oder zwei flache Witze müsst ihr entschuldigen. Und damit fangen wir auch gleich an. Wie tauscht man eigentlich Internet? Wir haben da natürlich AI gefragt, und zwar DeepGPT. Das behauptet, dass man eine festgezurrte Kiste voller Daten und Bits auf den nächsten Pferdepostwagen schmuggelt. Ja, wir als Technikverweigerer mussten uns dem dann auch geschlagen geben. Das war's. Vielen Dank für den, dass ihr gekommen seid. Nein, Spaß beiseite. Wir haben eine kleine Vorstellung mit dabei im Stargate-Intro-Stil. Die würde ich jetzt einfach mal kurz abspielen und dann geht's gleich weiter. Gleich wird man aus dem Saal gejagt. Das Internet. Unendlicher Wein. Wir schreiben das Jahr 2023. Dies sind die Abenteuer des Stuttgart IX, der mit seinem ehrenamtlichen Team seit fast 20 Jahren unterwegs ist, um Neuland ins Schwabenland zu bringen. Viele Lichtjahre von DSL entfernt dringt das Team in Bandbreiten vor, die noch kein Schwabe zuvor gesehen hat. Ja, geil, was man für 20 Euro kaufen kann online, ne? Ja, ich denke auch. Ja. 20 Euro auf Fiverr gut investiert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem Babylon 5 Intro. Wie besprochen, stellen wir uns vor. Ja, ich bin der Sebastian Neuner. Ich arbeite tagsüber sozusagen beim Landeshochschulnetz hier in Baden-Württemberg, arbeite da im Backbone, alles was irgendwie Routing angeht. Bin ansonsten irgendwie so ganz am Rande hier beim NOC dabei und bei Selfnet und bei irgendwie einigen anderen Sachen. Und mach mit Momo zusammen, ich sag mal so, nachts und am Wochenende den Spätzle AX. Ja, ich bin Moritz oder Momo. Ich bin eigentlich tagsüber Geschäftsführer von einem Internet Service Provider in Stuttgart, der Globalways. Bin außerdem noch bei der DENOG engagiert, die auch eine Konferenz, wo es eigentlich nur ums Internet geht, macht. Seid dazu auch herzlich eingeladen, Ende November in Berlin. Und ja, wie Neuner schon gesagt hat, machen wir zusammen den Spätzle AX. Und darum soll es auch heute gehen. Wir versuchen uns da so ein bisschen an der Agenda ranzuhangeln. Erstmal zu klären, was eigentlich dieses komische Internet ist, wo man es herkriegt, wie man es dann tauscht. Dann erzählen wir ein bisschen was aus dem Nähkästchen von uns aus Stuttgart und teilen dann noch ein bisschen Meinung zu Internet-Exchanges. Und damit würde ich direkt mal an den Neuner übergeben. Genau, es geht jetzt quasi los mit dem Thema, wie ist das Internet aufgebaut, wie komme ich ins Internet? Wie gesagt, der Talk fängt eigentlich sehr basic an. Ich glaube, es waren irgendwie alle Hände oben, als nach BGP gefragt wurde. Wir haben eigentlich eher so ein bisschen für Einsteiger gedacht und haben jetzt mal gesagt, man fängt jetzt quasi damit an. Man sitzt zu Hause mit seinem Laptop und denkt sich, ich will jetzt Daten schicken an irgendeinen Server oder an irgendjemand anderes im Internet. Wie mache ich das? Und tja, ich sitze da mit dem Laptop und irgendwo gibt es auch einen WLAN-Router. Und diese WLAN-Router-Devices, die sind alle in diesem gleichen LAN. Also wir haben jetzt hier die IP-Adressen noch irgendwie dazu geschrieben. Der Laptop hat irgendwie hinten die 123 und der WLAN-Router hat die 1.
Und wenn ihr jetzt mit IPv6-Adressen nicht so tief im Thema seid, alles gar nicht schlimm, ich glaube, man versteht das auch alles so. Wenn ich jetzt ein Paket verschicken will, dann muss ich irgendwie eine Route haben, wo der Laptop das Paket hinschickt. So, und da gibt es etwas, das nennt sich Default Route. Das ist jetzt hier in dieser Tabelle das untere, also das Doppelpunkt Doppelpunkt 0/0. Das bedeutet, für alles, wofür der Laptop kein besseres Ziel, keine bessere Route kennt, schickt er einfach alle Päckchen an den WLAN-Router. So, der WLAN-Router, der wird sich dann schon irgendwie drum kümmern, der weiß dann schon, was er damit tun soll. Außerdem hat man dann halt noch eine Route, die sagt, all diese Dinge in diesem /64-Netz, die sind jetzt in meinem lokalen LAN. So, und darüber findet er halt den WLAN-Router. So, also erstmal ganz einfach, was macht jetzt der WLAN-Router damit? Im Prinzip hat er ja jetzt das gleiche Problem. Der hat auch wieder so eine Tabelle. So, und in dieser Tabelle steht halt auch wieder drin, es gibt dieses lokale LAN, alle Geräte, die hier sind, die gibt es irgendwie direkt über das LAN-Interface vom WLAN-Router. Und alles andere hat jetzt auch wieder eine Default-Route, weil man hat ja einen Internet-Service-Provider und dann schickt der WLAN-Router halt alle Pakete erstmal zu dem Internet-Service-Provider. Der ist jetzt hier angedeutet als dieses Internet-Symbol. So, jetzt kriegt der Internet-Provider das Paket. Was macht der damit? So, und der Internet-Provider, das ist auch wieder so ein Geflecht, so ein vermaschtes Netz aus Routern. Und irgendwie kriegt einer von diesen Routern dann das Paket und jetzt weiß der Internet-Service-Provider, das Paket hat ja eine Zieladresse, jetzt weiß der irgendwie, wo er es hinschicken soll und da gibt es jetzt vielleicht so einen anderen Anbieter, wo das hin soll und Internet-Provider sind quasi eingeteilt in ein autonomes System, nennt sich das. Jedes autonome System hat eine AS-Nummer und also hier sind quasi diese AS-Nummern alle Beispiele, genauso wie die IP-Adressen alles nur Beispiele sind. Und jetzt will ich quasi ein Paket schicken irgendwo hin ins Internet und das ist jetzt ein anderer Internetprovider und das heißt, es gibt da jetzt eine andere AS-Nummer. Also was macht der ISP jetzt? Okay, der schickt das Paket irgendwie zum Internet. Ne? Ganz klar, der muss ja irgendwie an dem Internet angeschlossen sein. So, jetzt kommt der Mitmachteil. Es gibt aber das Internet, wo man sich einstecken kann, gar nicht. Okay, nochmal. Zurück, okay. Ja, also das Internet, wo man sich einfach einstecken kann und ist dann am Internet angeschlossen, das gibt es so einfach gar nicht. Nein. Besser, danke. Gut, Mitmachteil wäre abgehakt. Bonuspunkte für Publikumsinteraktion. Also wie geht es dann? Also wir gehen jetzt mal zurück. Es gibt irgendwie den Internetprovider, der muss irgendwie das Paket zu einem anderen Provider kriegen, also muss es da irgendeine Art von Kabel geben zu dem anderen Internetprovider. So, aber wenn jetzt irgendwie da nur einzelne Provider sind oder einzelne Netze, sagen wir mal, und da sind irgendwie Netze, also Kabel zwischen den Netzen und die sind irgendwie einzeln verbunden, wie funktioniert denn das? Ich will jetzt mein Internet haben, Momo. Du willst dein Internet haben? Ja. Ja gut, ich meine im Endeffekt, hast du es ja gerade schon erklärt, ich brauche ein Kabel von meinem Internet, dieses AS65000, ja, große Zahlen, schwierig, zu den anderen Provider. Also nehme ich im Endeffekt jeden anderen Provider, was weiß ich, einen AS3320, eine Telekom, eine AS151609, die Google und ich stecke zu jedem von denen ein Kabel. Immer weiter und weiter. Und dann möchten die ja auch Internet haben, deswegen kommen die auch her und stecken auch wieder ein Kabel zum jeweils anderen. Und irgendwas, das wir da hier gerade gebaut haben, sprich direkte Kabel zu einem anderen Netzbetreiber zu schicken, nennen wir dann Private Network Interconnect oder kurz PNI. Das ist natürlich eine super einfache Möglichkeit, Netzprovider miteinander zusammen zu verbinden. Es gibt nämlich keine dritte Partei. Es gibt quasi nur mich, den anderen und das Kabel. Und damit können wir relativ klar rausfinden, wo das Problem ist. Wenn da irgendwie ein Paket verloren geht, dann wird es ziemlich sicher auf diesem Kabel sein. Wenn da irgendwie das Licht ausgeht, ist auch das Kabel ausgesteckt worden. Insofern relativ easy. Und was natürlich auch noch ein schöner Vorteil davon ist, ich sehe natürlich die Kapazität, die ich habe. Weil, keine Ahnung, ist bei mir ein 10-Gigabit-Port. Und ich sehe das bei dem anderen, weil der hat ja auch den gleichen Port wie ich. Da geht nur unser Traffic drüber. Das heißt, wir sehen relativ klar, wie hoch hier die Auslastung ist. Und sollte das dann eben zu irgendwelchen Kapazitätsproblemen kommen, kann es jede Seite selber feststellen. Das Ding ist aber, kommerziell macht das nicht so viel Spaß. So ein Router, der im Internet mitspielt, kostet mehrere 10.000 Euro. Und so ein Router-Port kostet auch dann mal locker mehrere 1.000 Euro. Und das jetzt für jedes Netz im Internet zu machen, skaliert irgendwie nicht. Aber irgendwie möchten wir trotzdem alle Routen in diesem Internet finden, was jetzt aktuell bei ungefähr 75.000 AS-Nummern
die im Internet aktuell zugeteilt sind, bedeuten würde, dass wir 2,8 Milliarden Peerings, Neuner hat es gerechnet. Naja, das wächst quadratisch. Ja, bestimmt. Also ungefähr 2,8 Milliarden Kabel stecken müssen. Das wird ein ziemlich teurer und ziemlich großer Router. Ich hätte den gern, kein Thema, ja, aber ich kann ihn mir, glaube ich, nicht leisten. Und ich glaube, den kann sich niemand leisten. Und dann ist natürlich noch das Thema, so ein Kabel irgendwie hier, was weiß ich, in Stuttgart von meinem ISP zum Bellevue rüber, das kann ich total einfach stecken. Wenn ich jetzt nach China ein Kabel stecken müsste, wird das auch entsprechend teuer, trotzdem möchte ich ja vielleicht irgendwann mal auf eine chinesische Website gehen oder sowas. Dementsprechend müssen wir das irgendwie anders lösen und dafür gibt es jetzt zwei andere Varianten. Die eine ist eben dieser Internet Exchange Point, wie unsere Heraldine ja schon gesagt hat, die LAN-Party quasi. Es ist wie früher, alle Netzbetreiber treffen sich zur LAN-Party an irgendeinem schönen Ort und stecken dann ein Kabel in ihren Switch und hoffentlich funktioniert das alles und keiner muss mehr Counter-Strike installieren. Genau, aber eben dadurch, dass die Ports auf den Routern ja so teuer sind und ich jetzt für ein kleines Netz, was weiß ich, das quasi nur einer meiner Kunden dienstags beim Mondschein aufruft, muss ich keinen extra Port reservieren, brauche ich kein extra Kabel, deswegen kaufe ich quasi einen 10-Gig-Port zum Beispiel an so einen Internet-Exchange und kann dann darüber mehrere Netze sehen, nämlich alle, die auf meiner LAN-Party sind. Das ist natürlich extrem viel einfacher und billiger und wir haben halt keinen Any-to-Any, sondern wir haben nur noch einmal auf diesen Internet-Exchange-Switch und von da aus dann weiter. Aber natürlich müssen dann auch alle Freunde zur LAN-Party kommen und auch das passiert leider nicht immer. Irgendwer hat immer, was weiß ich, Fußballtraining oder so. Deswegen gibt es noch eine weitere Variante, nämlich wir haben quasi uns als Internet-Service-Provider und wir gehen zu jemand anderem, einem Internet-Service-Provider und kaufen von dem Internet. Das nennt sich dann IP-Transit, respektive wir kaufen eine Full-Table. Das heißt im Endeffekt, wir gehen zu diesem Internet-Service-Provider hin, kaufen uns von dem das Versprechen ein, dass er uns das ganze Internet dieser Welt zeigen kann und kriegen dann alle Routen von dem. Und wir schicken ihm auch zusätzlich noch unsere Routen. Und damit sehen wir dann zum Beispiel alle, die zum einen direkt an diesen ISP angeschlossen sind, also an diesen Transit-Provider angeschlossen sind, also alle anderen Internet-Service-Provider, die Kunde dieses Transit-Netzes sind, aber auch über weitere Schritte alle, die mit denen er irgendwo eine Verbindung hat. Und da er mir ja das Versprechen kauft, die ganze Welt zu kennen, kenne ich dann auf einmal auch die ganze Welt und bin ein sogenannter Full-Table-Provider. Ja, und damit haben wir dann alle unsere Routen gefangen. Schauen wir uns das vielleicht noch mal ein bisschen technischer an mit BGP. Das erste Thema hatten wir ja bereits. Wir sind mit dem AS direkt verbunden. Wir haben also hier diesen PNI. Und im Endeffekt lernen wir zum einen die Route jetzt hier, dieses /64, das CDN da schickt. Die lernen wir direkt in unserem AS-Pfad. Also es ist direkt neben uns dieses AS65123. Und damit haben wir schon mal eine Route in unserer Routing-Tabelle. Jetzt werden wir die gleiche Route aber vielleicht nochmal lernen, nämlich von unserem Transitnetz. Das heißt, wir haben hier Transit gekauft von AS 65069, nice, und sehen im Endeffekt jetzt hier im AS-Pfad, dass wir ebenso die gleiche Route wieder lernen, aber der AS-Pfad ist länger. Nämlich wir haben dieses 65069 zwischendrin, zwischen dem 65123, und haben dadurch auch eine Möglichkeit zu unterscheiden, wie gut ist diese Route, wie nah sehe ich sie an mir. Und dadurch eine Möglichkeit, eben Traffic-Entscheidungen zu treffen, wohin geht der Verkehr, wie kann ich das am schnellsten und am effizientesten ans Ziel bringen, ohne eben über mehrere Hops zu gehen. Die letzte Option, und ich weiß, sie passt nicht zur Reihenfolge, die ich gerade erzählt habe, ist eben den Internet Exchange zu nehmen. Der Internet Exchange ist eigentlich genau das Gleiche. Wir sind ja auf der LAN-Party, wir sind im gleichen Layer-2-Segment, wir sprechen immer noch mit unserem direkten Peer VGP. Dementsprechend lernen wir auch die Route gleich, mit dem gleichen AS-Pfad. Aber jetzt könnte man natürlich argumentieren, und das ist eine sehr große Philosophiefrage, dass eben das Problem ist, dass die Route exakt gleich aussieht, wobei ja eigentlich der Internet Exchange technisch geringerwertig ist, und ich weiß, dünnes Eis, als der PNI, weil der PNI ist dedizierte Kapazität auf einem dedizierten Kabel. Der Internet Exchange ist eine LAN-Party, da ist jeder drauf und irgendwer stolpert immer übers Kabel. Um das zu lösen, gibt es verschiedene Aufgaben. Alle, die schon mal Network Engineering gemacht haben, werden Local Pref kennen. Ich kann also zum Beispiel sagen, mein PNI, dem gebe ich jetzt einfach eine höhere Präferenz und sage, der ist besser. Ich weiß, die Leute, da gibt es technisch sehr viele Meinungen zu. Ich behaupte auch nicht, dass das die beste wäre, aber es ist eine Möglichkeit, eben so eine Entscheidung im Internet zu treffen. Und das ist eben genau das, was Network Engineers den ganzen Tag machen, sich überlegen, wie können wir sowas gestalten.
Damit hätten wir, glaube ich, alle drei Varianten, einmal in technisch einfach und einen technisch mit bisschen BGP-Details gezeigt. Ich würde den Neuner nochmal für ein Zwischenfazit reinholen. Das mit der Local Pref gibt wieder böse Kommentare, gell? Ja, ich glaube auch. Also Zwischenfazit, das eine Internet, wo man sich einsteckt und dann ist fertig, gibt es nicht, sondern man muss sich das irgendwie selber von Hand zusammenbauen, muss irgendwie einen Transit haben, wenn man nicht groß genug ist, dass man auf der Welt irgendwie alles über Peerings erreichen kann. Man muss sich irgendwie Peers suchen für die Verbindungen, die einem wichtig sind, wo man die Bandbreite braucht, wo man eben das, wo es eben Sinn macht. Direkte Verbindungen sind gut für die Resilienz des Internets und auch für die, ja, für die Ausfallsicherheit, für Kapazitäten und alles Mögliche. Es ist aber gleichzeitig ein Trade-off, weil so Verbindungen kosten Geld, sind kompliziert, man muss irgendwie mit Leuten reden, man muss sich um die Kabel kümmern und so weiter. Dass das Zwischenfazit bis jetzt nochmal eine kleine Übersicht, wie das denn jetzt aussieht. Angenommen, wir bauen uns jetzt einen kleinen ISP, die Unicorn Internet GmbH hier in der Mitte. So, dann haben wir irgendwie einen Transit-Provider, haben ein paar Kunden und wir haben Peers. Und dann gibt es jetzt quasi hier einen orangenen Pfeil für meine eigenen Routen und einen grünen Pfeil für die Full-Table sozusagen. Mit dem Peer tauscht man quasi jeweils die eigenen Routen aus. Also ich meine eigenen und die von meinen Kunden schicke ich dem Peer. Und der Peer schickt mir genauso seine. Und entgegengesetzt des Announcements fließt dann quasi der Traffic zu diesen Zielen. Mit dem Transit ist quasi andersrum, dem schicke ich meine eigenen Routen, er schickt mir aber eine Full-Table und garantiert mir sozusagen, dass ich alles im Internet erreiche, deswegen schicke ich quasi die Ziele, die ich über den Transit erreichen kann, also die Pakete dahin. Gleichzeitig fließt dann aber auch Geld von mir zum Transit, weil er mir die Leistung ja zur Verfügung stellt, dass ich von ihm die globale Internet-Routing-Tabelle bekomme und dass er mir gleichzeitig garantiert, dass meine Pakete irgendwie ans Ziel kommen. Und dafür sorgt, dass meine Announcements überall verbreitet werden. Und genau die gleiche Beziehung hat jetzt quasi unsere Unicorn Internet GmbH mit dem Kunden. Die komplette Table geben wir denen quasi wieder weiter und wir nehmen die Announcements, die Routen von denen an. Jetzt ist noch die Frage, wir brauchen ja noch IP-Adressen und eine AS-Nummer. Wo kriegen wir die her? Ja, also zum Beispiel irgendein IPv6-Netz, mit dem wir dann unsere Kunden nummerieren können. Da gibt es in den USA die IANA, die Internet Assigned Numbers Authority, weil es politisch so ein bisschen schwierig ist, dass eine große Behörde da die Hand drauf hat, die Adressen fürs Internet zu verteilen, ist das aufgesplittet in Regional Internet Registries. Das sind 5 Stück. Und die wiederum geben lokalen Local Internet Registries Präfixe aus dem Block, den sie von der IANA bekommen haben. Das heißt, es sieht irgendwie weltweit ungefähr so aus. Da sind eben diese 5 drauf. Für Europa zuständig ist in dem Fall die RIPE NCC. Das heißt, wir würden jetzt mit unserem kleinen Unicorn Internet GmbH würden wir zur RIPE NCC gehen. RIPE steht für eine französische Abkürzung, die ich jetzt nicht schlachten werde. Gehen da hin und sagen, guten Tag, wir haben gerade einen Internetprovider gegründet. Wir bräuchten einen IPv6-Präfix und wir bräuchten eine AS-Nummer und dann würde die RIPE eben aus diesem Block, den sie von der IANA, also ein Stück von dem Kuchen, den sie von der IANA bekommen hat, quasi in ein kleineres Stück aufteilen und an uns weitergeben. Und genauso mit den AS-Nummern. Die RIPE hat einen AS-Nummern-Block zugeteilt und gibt uns daraus eine freie AS-Nummer. Und dann ist Achievement unlocked. Wir sind quasi Internet Service Provider, beziehungsweise sind eine LIR geworden. Genau. Und mit diesem... Okay. Mit diesem Präfix können wir jetzt quasi unsere Kunden nummerieren. Das heißt, wir würden jetzt zum DSL-Anschluss oder so zu Hause oder zum Glasfaseranschluss würden wir 1/64 zum Beispiel zuteilen aus diesem Bereich, den wir von der RIPE bekommen haben. So, jetzt haben wir Adressen und jetzt können wir die tauschen. So, ich tausche mein Präfix mit deinem Präfix. Geile TikTok-Mist. Ja. Genau. Warum würde ich das eigentlich tun wollen? Wir haben es ja vorhin schon mal kurz erklärt, aber vielleicht noch mal ein bisschen grafischer dargestellt. Wir sind hier unten links unser ISP und wir möchten irgendwie den ISP auf der rechten Seite erreichen. Jetzt hätten wir in einer Welt, in der es nur Transit gäbe, geben wir quasi das an unseren Tier-2-Transit, der gibt es dann an irgendeinen anderen Tier-1-Transit weiter, der gibt es dann an einen dritten Tier-1-Transit-Provider weiter. Das kann beliebig oft so gehen. Das ist dann, wenn ihr mal einen Traceroute macht, das sind dann meistens die ganzen Hops dazwischen mit irgendwelchen unterschiedlichen IP-Adressblöcken. Und irgendwann kommt es dann bei dem ISP auf der anderen Seite an. Aber wenn jetzt da mal irgendwo auf dem Weg Packet-Loss ist
oder dann sehe ich das nicht. Ich habe keine Möglichkeit, ich gehe vielleicht nochmal zurück, ich habe keine Möglichkeit, aus meiner Perspektive technisch zu sehen, dass dieser Link zwischen Tier 1 und Tier 1 hier irgendein Problem hat. Ich sehe nicht, ob das Interface ausgelastet ist, ich sehe nicht, ob das irgendwelche Fehlercounter fliegt, ich sehe nicht mal, ob es runtergefallen ist oder nicht, sondern ich muss im Endeffekt dem ganzen Weg dadurch vertrauen, dass das funktioniert und dass, wenn da irgendwas kaputt geht, dass die Änderung auch sofort an mich unten an dem ISP weiter propagiert wird, über den dritten oder vielleicht auch eine vierte Partei. Das heißt, wir haben eigentlich schon allein ein Problem der kurzen Wege auf organisatorischer Sicht. Wenn da jetzt irgendwas in der Mitte kaputt ist, muss ich, weil ich ja nur eine Kundenbeziehung mit dem Tier 2 habe, hergehen und dem Tier 2 klar machen, hey, irgendwo in deinem Netz zwischen den Dritten ist ein Problem. Dann muss der da hingehen, das irgendwie entsprechend entstören lassen oder vielleicht umrouten. Und irgendwann habe ich dann dieses Problem gelöst. Wenn ich jetzt stattdessen eine direkte Verbindung habe über ein Peering, sei es jetzt ein PNI oder ein Internet Exchange, habe ich natürlich viel mehr Kontrolle darüber. Ich habe immer eine Beziehung mit meinem direkten Peer, mit dem ich eine BGP-Session aufbaue und Routing-Informationen austausche. Ich habe meistens auch eine kürzere Latenz. Wir kommen nachher noch drauf, wo es da Ausnahmen gibt. Aber ich habe auf jeden Fall sehr viel mehr in der Kontrolle. Ich kann sofort sehen, ob da Packet Loss ist, ob das Interface Fehler schmeißt oder ob es einfach nur voll ist. Und meistens ist es auch günstiger, zumindest wenn man ganz gut einkaufen kann. Es gibt Leute, für die mittlerweile Transit noch billiger geworden ist, aber Peering ist auf jeden Fall zumindest kommerziell gleichwertig. Und auch wenn ich dieses Argument persönlich nicht teile, weil es immer noch das Internet ist, aber wir haben natürlich nicht das Thema, dass sich jetzt irgendwie hier jemand zwischen Tier 2 und Tier 1 reinstecken könnte, sein Schnüffelstück anpacken und gucken, ob da irgendwo was da für Pakete durchgehen. Die sind natürlich hoffentlich eh verschlüsselt, aber man könnte argumentieren, dass eben durch diese direkte Verbindung eine deutlich höhere Sicherheit gewährleistet ist. Da kommen häufiger mal Leute mit dem Argument, ihr könnt euch eure eigene Meinung dazu bilden. Technisch sieht es ja, wie bereits erwähnt, so aus. Wir treffen uns eben auf dieser LAN-Party und auf dieser LAN-Party haben wir im Endeffekt ein Peering-LAN. Also es ist wirklich nichts anderes, als würdet ihr euch in einen Switch einstecken und wir gehen dann eben her, announcen dem Peer unsere Route, unser Slash 32 und der schickt dann all den Verkehr darüber, wenn alles richtig konfiguriert ist. Jetzt muss man sich das natürlich auch wieder, dieses Thema von vorhin, vor Augen führen. Das skaliert auch irgendwie nicht, weil ich muss ja trotzdem mit jedem dieser 75.000 Netzbetreiber oder zumindest, wenn ich jetzt mal einen großen Internet Exchange in Frankfurt nehme, da sind über 1.000 Teilnehmer angeschlossen, mit denen müsste ich alles eine BGP-Session aufbauen. Die muss ich in irgendeiner Form konfigurieren, ich muss die warten, ich muss die dokumentieren und wenn sie kaputt geht, muss ich mich drum kümmern. Das macht natürlich total Sinn zu allen Netzbetreibern, zu denen ich viel Verkehr schiebe, was weiß ich, eine Facebook, eine Google oder was auch immer, die Leute gerade auf Netflix schauen, da mache ich das gerne. Aber dann sind da ja noch trotzdem irgendwelche kleinen Provider, mit denen ich vielleicht 1-2 Megabit Traffic mache, die ich natürlich trotzdem über dieses direktere Peering ansprechen möchte, aber vielleicht einfach keinen Bock habe, mich darum zu kümmern, das zu konfigurieren. Oder tatsächlich ist es auch eine technische Limitierung, dass ich nicht so viele BGP-Sessions auf meinem Router konfigurieren kann, bevor der langsam wird, weil auch für jede BGP-Session läuft im Endeffekt eine komplette State-Machine alle paar Sekunden durch. Die muss funktionieren und die Ressourcen von so einem Router, der eben dieses Ganze, was wir hier erzählt haben und auch noch den Traffic vorschieben in Hardware machen muss, ist es ganz schön anstrengend. Deswegen haben sich schlaue Menschen ausgedacht, dass es im Endeffekt noch eine dritte Partei hier gibt. Es gibt den sogenannten Route-Server. Der Route-Server ist im Endeffekt nichts anderes als ein weiterer BGP-Speaker, der am Internet Exchange angeschlossen ist, aber im Endeffekt jeder Provider an dem Internet Exchange baut eine BGP-Session zu diesem Route-Server auf und hat dadurch die Möglichkeit, im Endeffekt erstmal alle Routen dahin zu schicken. Der Route-Server macht jetzt was, was man eigentlich im BGP nicht tun sollte. Er modifiziert nämlich den AS-Pfad und wird darin nicht auftauchen. Das heißt, nicht wie beim Transit vorhin wird ja erst einmal dieses Route-Server nicht auftauchen, sondern es wird für mich so aussehen, als hätte ich eine direkte Peering-Session mit dem Route-Server. Das eben insbesondere dieses Problem löst, dass ich mit allen Peers am Internet Exchange eine Session konfigurieren müsste. Ist sehr angenehm, aber hat eben trotzdem Trade-Offs. Insbesondere natürlich, weil der weder von mir noch von dem CDN jetzt hier in dem Beispiel betrieben wird, sondern eben von der dritten Partei, dem Internet Exchange. Gleichzeitig könnte man natürlich argumentieren, wenn der Internet Exchange ein Problem hat, habe ich eh ein Problem und muss den Exchange ausmachen. Insofern ist es ein Risiko, das viele bereit sind zu tragen, insbesondere weil man ja eben auch wieder, wie bei dem ganzen Thema, eine Mischung aus der ganzen Geschichte spricht. Sprich, mit Google, Facebook, Netflix und Co. peere ich direkt am Internet Exchange, mit irgendeinem AS in, was weiß ich, Hamburg mit 10 Endkunden peere ich jetzt halt einfach nicht direkt, sondern über den Route-Server.
Aber wer ist denn überhaupt an so einem Internet-Exchange und wie kann man das rausfinden? Dazu gibt es ein tolles Tool, heißt peeringdb.com. Da könnt ihr euch ohne irgendwelche Logins und Co. einfach mal drauf begeben und zum einen natürlich euren Lieblings-Internet-Exchange im wunderschönen Schwabenland suchen und sehen, wer bei uns connected ist. Dann seht ihr jetzt hier zum Beispiel in Stuttgart ist Akamai, Anexia, das Bellevue, Cloudflare und Co. mit dabei. Ihr seht, welche Bandbreiten die haben. Ihr seht mit diesem wundervollen Bobble neben der Policy, ob die am Route-Server peeren oder nicht, also ob ihr die Routen quasi da schon direkt kriegen könntet, ohne mit denen zu kommunizieren. Und ihr seht hier noch, ob die Peering-Policy open, selective oder vielleicht sogar restrictive ist. Das im Endeffekt heißt, dass die hier eine Selbstauskunft geben und sagen, wie gern sie peeren möchten, wie gern sie eine direkte Session aufmachen möchten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Bellevue peeren möchte, dann gehe ich an der Stuttgarter X, schreibe eine Mail wahrscheinlich an peering@bellevue.de oder sowas und dann antwortet mir jemand lieb und sagt, ich habe die Session aufgesetzt. Und dann kann ich da peeren. Wenn ich das jetzt vielleicht bei einer Anexia mache, dann evaluieren die das erstmal und sagen halt, ich akzeptiere mal grundsätzlich nicht jeden. Und da gibt es eben auf jeder, auch auf der Peering-DB, wenn ich jetzt auf einen so einen AS klicken würde, gibt es immer eine Seite, auf der die Peering-Policy steht, wann die peeren, mit wem die peeren, warum die peeren. Ist auch immer schön, und wenn man dann mal anfangen möchte zu troubleshooten, was macht mein Home-ISP eigentlich, mit wem peert der, an welchen Internet-Exchanges ist der. Und insbesondere auch, wenn mir jemand Transit verkaufen möchte, ist es vielleicht sinnvoll zu evaluieren, ob der jetzt tatsächlich mir ein qualitativ hochwertiges Internet mit vielen direkten Routen verkauft oder ob der quasi nur ein Reseller ist und eigentlich gar keinen Mehrwert in der Kette bringt. Dann kann ich nämlich einfach direkt zu seinem Upstream gehen und von dem Internet kaufen. Dann spare ich mir schon mal einen Hop, der eh nichts macht. Ja, so viel mal so grundsätzlich zu Internet-Exchanges, wie man das tauscht. Vielleicht schauen wir uns nochmal den Internet-Exchange ein bisschen genauer an. Genau, also aus was besteht der Internet Exchange selber? Im Prinzip ist es tatsächlich nur ein Switch, in dem man sich einfach einsteckt. Ja, wie gesagt, da ist erstmal keine Magic dabei. Sobald das ganze Ding ein bisschen wächst, reicht ein Switch nicht mehr aus, weil nicht mehr genug Ports, weil man vielleicht eine zweite oder dritte Location haben will. Als Exchange will man natürlich irgendwie Locations erreichen, wo potenziell viele Peers sich einstecken können, ohne dass man dann nochmal groß kompliziert Leitungen mieten muss. Und dann baut man sich da so eine Peering-LAN-Wolke, so eine Layer-2-Wolke über seine Standorte auf. In der Regel hat man dann halt so 2 bis 3 Standorte in einer Metro-Area, nicht zu weit voneinander entfernt. Und dann hat man dann halt noch Server-Infrastruktur dranhängen, weil wie gesagt, braucht es ja auch so Sachen wie den Route-Server. Das ist aber noch nicht alles. Es kommen dann noch so Sachen dazu, die man erstmal vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat. Monitoring ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss ganz klar sehen, was da passiert. Es gibt ein IXP-Portal, da können sich quasi die Teilnehmer einloggen und sehen, wie viel Traffic sie da haben, können irgendwelche Config-Änderungen machen, MAC-Adresse oder sowas, also es wird auf MAC-Adressen gefiltert, können mit Flow-Analyse-Tools sehen, zu welchen anderen Peers der Traffic hingeht, also mit welchen Peers sich das Peering lohnt. Es gibt ein Looking-Glass, um BGP-Probleme zu debuggen. Es gibt irgendwie noch einen Webserver, weil man ja auch irgendwie eine Webseite haben will. Es gibt vielleicht noch einen Route-Collector und dann gibt es vielleicht auch noch irgendwelche CDNs, die da irgendwie hinten dranhängen an dem Internet-Exchange. Das ist alles so dann quasi die ganze Sekundärinfrastruktur, die das dann eigentlich auch ausmacht. Aber was bei uns jetzt konkret dabei ist, kommt gleich noch, ganz kurz vorher noch ein bisschen zu unserer History. Gegründet wurde das ganze Ding 2005, ist also schon vergleichsweise alt. War im Prinzip so ein Community-Projekt von kleinen ISPs aus der Region, also so die kleinen DSL-Provider in der Region im Stuttgarter Großraum und auch Stadtwerke und sowas. Wurde dann nie richtig groß, wurde dann ein bisschen vernachlässigt und lief halt so vor sich hin, ging nicht von allein kaputt. Und dann war 2020 die Pandemie und Leute brauchten irgendwie ein Projekt für wenn man daheim sitzt und nicht mehr ins Kino gehen kann. Und wurde dann quasi einmal komplett neu aufgesetzt, durchautomatisiert, die Hardware ausgetauscht, die VMs neu hochgezogen und alles nochmal neu sortiert, auch organisatorisch neu sortiert und wird im Prinzip immer noch, wie damals auch schon, von Ehrenamtlichen betrieben. Also insgesamt sind wir so ein Team von, ich würde mal sagen, 6 bis 8 Leute, die so das meiste daran machen. Es gibt noch ein paar Leute, die so ein bisschen mithelfen. Angeschlossen sind aktuell 29 Peers, die sind in der Peering-DB mit 875 Gigabit Kapazität, darunter 6x100G-Ports. Internet-Exchanges messen sich gerne irgendwie in Traffic.
Hängt ein bisschen damit zusammen, dass je mehr Peers da sind, je mehr Traffic da drüber geht, desto attraktiver wird der natürlich für neue Peers. Und das ist dann ein bisschen so, je größer der ist, desto mehr Gravitation hat er, um neue Peers anzuziehen, und desto mehr wächst er dann. Und das Limit ist im Prinzip dann halt das Potenzial der Metro-Area, sag ich mal, die ISPs, die dann dort sind. Genau, die Hardware selber sind 3 Racks mit Dingen, die Strom brauchen. Bisschen konkreter sieht es so aus. Eigentlich sind es 4 Racks. Es gibt noch einen Meet-Me-Rack. Da kommen quasi die ganzen angeschlossenen Provider mit ihren Kabeln an, sind dann rübergepatcht auf den Switch. Also der eigentliche Switch ist hier das kleine orangene Ding in der Mitte. Also das ist der Internet-Exchange. Auf dem Bild seht ihr den da in der Mitte. Das ist da, wo die ganzen wunderbar aufgeräumten gelben Kabel hingehen. Sieht mittlerweile ein bisschen schöner aus. Hoffe ich. Und dann braucht man halt noch, wie gesagt, diese ganze Sekundärinfrastruktur. Da hängt noch eine fette USV drin. Man hat noch einen Router für die ganze Infrastruktur, die hinten dran hängt, weil die, ja, also nur davon, dass ich meinen Server am Internet Exchange einstecke, ist der ja noch nicht in der ganzen Welt irgendwie erreichbar. Da braucht man irgendwie noch einen Router. Man hat noch einen Haufen Spare Parts. Also für den Router und den Switch gibt es quasi noch einen Spare Part, der direkt im gleichen Rack schon steht. Wenn das irgendwie uns um die Ohren fliegt, dann wird das einfach geswappt. Und dann haben wir noch einen ganzen Haufen Zeugs, was Caches angeht. Also ihr habt ja in der Peering-DB-Liste vielleicht gerade gesehen, es gibt so ein paar Content-Delivery-Networks, die dann in den Schränken quasi vor Ort beherbergt sind, die da irgendwie zum Teil dann auch Space gemietet haben. Und die sind jetzt hier quasi farblich voneinander unterschieden. Das sind meistens so ein paar Serverchen mit ein paar Höheneinheiten und einem Router dazu. Und dann gibt es noch einen Provider, der sehr viel Hardware hingestellt hat und sehr viel Wert auf Sicherheit legt. Da ist dann quasi das Rack irgendwie zu und hat eine Sicherheitskamera drin und all diese Dinge. Und insgesamt kommt man so halt auf diese 7 kW Stromverbrauch, die das ganze Ding nachher hat. Genau, das ist im Prinzip das. Jetzt ist die Frage, weil ich gerade schon gesagt habe, dass je größer der Internet Exchange wird, desto mehr Peers zieht er an. Wie groß muss der sein und wie viele Exchanges braucht es? Genau, jetzt kommen wir in den Teil mit ganz viel Meinung, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch unsere oder insbesondere meine Gedanken dazu nochmal näherlegen. Ich möchte jetzt nicht für Neuner sprechen. Genau, also grundsätzlich mal, Internet Exchanges sind ein super wichtiger Teil unseres Internets. Sie bridgen eben diese Gap, ich weiß nicht, ob ich das so schön auf Deutsch sagen würde, zwischen eben dem PNI, der halt einfach nicht skaliert, und dem Transit Provider, wo ich halt extrem viel Vertrauen in eine einzelne Entität stecken muss. Wir haben dadurch mehr oder weniger die gleichen Vorteile wie von einem PNI, aber eben einen kleineren Teil der Kosten, und insbesondere, was so ein Internet Exchange auch bietet, sind, ich nenne es einfach mal, regionale Marktplätze und regionale Communities. Also jeder, zumindest in Deutschland, Internet Exchange trifft sich einmal im Jahr mindestens für ein sogenanntes Beering. Das ist dann wie Peering, nur mit Bier. Und da vernetzt man dann Menschen miteinander. Und das hat insbesondere für kleine Netzbetreiber, also wie Neuner gerade gesagt hat, das kleine Netz aus der Region, das in seinem Kaff irgendwo 10 Leute mit DSL versorgt, trotzdem eine Möglichkeit, eben gesehen zu werden, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die in der Region größer sind, und da vielleicht auch einen Austausch hinzubringen. Und wenn zum Beispiel jetzt der große Netzbetreiber aus der Region irgendwas in dem kleinen Dorf möchte, dann können die sich über diesen Internet-Exchange treffen. Das ist also super wichtig. Und auch für das Internet und für seine Diversität und Resilienz. Denn wie wir ja gelernt haben, es gibt nicht das eine Internet, sondern es gibt eben viele ASe, die irgendwie miteinander verbunden werden müssen. Und wenn wir uns überlegen, die würden auf einem großen Switch, auf einem großen Internet-Exchange stehen und der geht aus, dann muss der ganze Verkehr im Internet konvergieren. Idealerweise haben dann alle noch zu einem anderen Internet Exchange mehr als genug Bandbreite. Aber je mehr Leute wir quasi in diesen einen Switch einstecken, desto größer ist der Knall, wenn es kaputt geht. Ja? Und das müssen wir uns einfach vor Augen halten. Dementsprechend hat so ein Internet Exchange auch eine hohe Verantwortung. Da ist ein professioneller Betrieb notwendig. Ein Internet Exchange als solches zu betreiben, technisch, ist nicht aufwendig. Den Stuttgarter X technisch neu zu bauen, war eine Sache von 2 Wochen. Das kann jede und jeder von euch hier, wenn er mal ein Wochenende zu viel Zeit hat. Das Wichtige ist, dass dieser professionelle Betrieb gewährleistet ist, weil es das Internet in Gänze ist, das hier relevant ist. Diese 122 Gig, die wir zum Beispiel vorhin gezeigt haben, waren bei einem Fußballspiel. Da schauen 250.000 Menschen Fußball gerade. Kann man jetzt nicht drüber streiten, ob das wichtig ist oder nicht, ja, aber irgendwer verdient damit trotzdem Geld und irgendjemandes Gehalt wird dadurch bezahlt. Und wenn wir das eben nicht professionell betreiben, dann
bringen wir ein Risiko für viele andere und vielleicht gibt es auch wichtigeren Verkehr als Internet, der darüber ausgetauscht wird. Also wie viele brauchen wir eigentlich davon? Ein IXP pro Dorf ist wahrscheinlich ja, witzlos, weil dann gibt es da zwei Peers und die hätten sich auch einfach einen PNI stecken können. Einer pro Land ist eher schwierig, denn geht der eine Internet-Exchange aus, haben wir ein Thema. Das heißt, es ist so eine Abwägungssache, da gibt es keine richtige Meinung für. Grundsätzlich ist meine persönliche Meinung dazu, regionale und voneinander technisch und vor allem auch organisatorisch unabhängige Internet-Exchanges sind gut für das Internet. Warum betone ich das so mit diesem technisch? Es gibt im Internet mittlerweile noch eine vierte Variante, die ich euch so ein bisschen außen vor gelassen habe. Und das ist sogenanntes Remote Peering. Das könnt ihr euch vorstellen wie eine LAN-Party, eine in Stuttgart und eine in New York oder in Frankfurt und in New York. Und irgendjemand hat dazwischen ein ganz langes Kabel rübergezogen. Die sind trotzdem im gleichen Layer-2-Segment. Jetzt jeder, der hier irgendwie schon mal Netzwerke gebaut hat, hat irgendwann mal gelernt, Layer-2-Segmente irgendwie über zwei Standorte hinwegzustreiten. Ist eher nicht so das Gute, steckt da irgendwo ein Router dazwischen. Aber aus irgendeinem Grund finden wir Netzbetreiber das alle toll, wenn wir das im Internet machen und Remote Peering kaufen. Dieses Thema hat führt zu technischen Herausforderungen. Nämlich dadurch, dass es das gleiche Layer-2-Segment ist, habe ich kein Transit-AS in meinem AS-Pfad. Ich sehe nicht, dass da irgendwo ein langes Kabel zwischen Stuttgart und New York ist. Ich sehe auch keinen Hop im Traceroute. Also ihr habt keine Möglichkeit quasi zu sehen, da sind irgendwie 5 Hops. Das ist irgendwie nicht optimal, sondern das Einzige, wo ihr eine Chance habt, das technisch zu erkennen als Nutzer, ist, wenn da irgendwie die Latenz von dem einen Hop in Stuttgart zu dem anderen Hop, was weiß ich, ein paar hundert Millisekunden ist. Das wird nicht in der gleichen Stadt stattfinden und wahrscheinlich auch nicht in dem gleichen Kontinent. Aber anders habt ihr erstmal technisch keine Möglichkeit. Die Internet-Exchanges, die Remote-Peering anbieten, basteln dann da was drumherum. Dann gibt es da irgendwelche Communities, die dran geklebt werden und Co. Manche schreiben, das sind irgendwelche Listen. Das ist auch alles grundsätzlich ein lösbares Problem, was ich hier vorstelle. Aber es betreibt unglaublich viel Arbeit, sich da drumherum zu engineeren. Wohingegen alles, wenn es einfach sauber wäre, wenn wir lokale, regionale Internet-Exchanges hätten, Transit-Provider hätten und PNIs hätten, dann wären unsere AS-Pfade sauber, unsere Routing-Protokolle könnten diese Entscheidung einfach selbst treffen. Und wir hätten nicht das Problem, dass wir da drum herum arbeiten müssen. Und zwar gibt es natürlich auch keinen Standard dafür, sondern jeder hat seinen eigenen Standard und dann kommt der Nächste und baut sich noch einen Standard. Und somit muss man da einfach in verschiedensten Varianten drum herum arbeiten, um ein Problem, das eigentlich durch BGP schon gelöst war. Deswegen meine Meinung, Remote Peering, nichts gut. Das war es dann auch schon zu dem Stuttgarter X, zu Remote Peering in Gänze. Und wir haben noch einiges an Zeit für Fragen und natürlich auch gerne andere Meinungen. Voll gut. Danke euch. Ja, da habt ihr wirklich noch einiges Zeit übrig. Das finde ich sehr schön. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen. Okay, wir hatten jetzt Fragen. Ich komme zu euch mit dem Mikrofon und die zwei Antworten dann. Also was ihr schon immer mal von dem Internet Exchange wissen wolltet, jetzt können wir aus dem Nähkästchen plaudern. Aus Interesse, was läuft eigentlich auf den EXPs? Gibt es irgendwas Standardisiertes oder macht das jeder EXP einzeln? Wie meinst du auf dem EXP? Ihr habt ja gesagt, dass ihr die VMs manchmal neu aufsetzen müsst. Was läuft denn auf den VMs? Also bei uns ist das ein Proxmox, das ein paar Linux-VMs startet. Ich glaube mit Debian. Aber das macht jeder und jeder anders, wie er halt möchte. Also es ist im Endeffekt irgendwelche unixoiden Computer. Ab wann lohnt es sich, an einen Internet-Exchange zu gehen? Also wenn ich jetzt irgendwie ein kleiner ISP bin und ich habe da 3 Leute an DSL, dann bringt mir der Internet-Exchange ja noch nicht, dann wahrscheinlich eher nichts. Dann würde ich eher zum Transit-Provider gehen und werfe den Geld hin und dann habe ich Internet und bin glücklich, oder? Genau, also ich glaube, wichtig ist erstmal zu sagen, am Internet-Exchange kriegt man nicht Internet, sondern man kriegt halt nur die Routen der Peers, die dort angeschlossen sind. Als ganz kleiner würde ich halt zum Transit gehen und der löst das Problem für mich, ohne dass ich selber einen Haufen Know-how aufbauen muss. Aber es kommt ganz auf ganz viele Faktoren drauf an. Es kann ja zum Beispiel sein, dass das Rack, in dem ich meine Hardware stehen habe, irgendwie 1,5 Meter neben dem Exchange steht und mich das Kabel quasi nichts kostet. Dann könnte es vielleicht sogar wieder Sinn machen, da hinzugehen, weil dann kriege ich auch den CDN-Traffic zum Beispiel los, diese Sachen. Also es kommt ganz, ganz arg auf den Einzelfall drauf an.
Vielleicht da noch als Kommentar dazu, also Transit wird meistens in Megabit, also Euro pro Megabit bepreist oder hoffentlich Cent pro Megabit. Als kleiner ISP in einer unterversorgten Region zahlst du ungefähr 1,50 Euro pro Megabit. Als größere ISP zahlst du unter 10 Cent pro Megabit. Und das ist dann halt eben eine Sache, die du für dich auch kommerziell mal beleuchten musst, wie das eben lösbar ist. Es gibt keine pauschale Antwort dafür. Ja. Und auch der Internet Exchange in deiner Region kann eine Preisspanne von bis haben, je nachdem. Ja. Okay, danke für den Vortrag erstmal, war sehr interessant. Aber eure letzte Folie klingt ja so, also die vorletzte klingt so, als wäre dieses Remote Peering super die doofe Idee. Aber das machen ja Leute, also warum machen die das? Was sind die Vorteile? Also wenn ich jetzt so ein mittelgroßer ISP in New York bin und ich kann mich da anschließen und kriege da halt irgendwie ganz viele Peers aus allen möglichen Ländern, ohne dass ich jetzt quasi nochmal separat einen Haufen Geld gegen den Transit werfen muss und ich bin nur dort, dann kann es vielleicht sogar Sinn machen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein bisschen größer bin, dann passiert es ganz schnell, dass ich halt Peers kriege, die nah bei mir sind und Peers kriege vom gleichen Netz, mit dem ich peeren will, die weiter weg sind und dann kann ich quasi nicht unterscheiden, welches ist jetzt der, dem ich meinen Traffic geben will. Da habe ich keine Metrik für und da wird es dann halt schwierig. Aber es gibt durchaus Use Cases, wo das Sinn machen kann. Vor allem halt in irgendwelchen Regionen, die weiter abgelegen sind, wo ich dann halt quasi dieses ganz große Peering-LAN bekomme, indem ich mich irgendwo an einem kleinen ISP irgendwo weiter draußen einstecken kann. Ich glaube, grundsätzlich im Markt hörst du immer so, dass die Leute abhängig von der Größe ihres Netzes quasi eine unterschiedliche Meinung zu einem Remote-Peering haben. Eben als Kleiner, der eh nur in einer Region ist, ja cool, sehe ich die Welt über einen Port. Als jemand, der weltweit ein Netz betreibt und irgendwie weltweit Routing-Entscheidungen treffen muss, ist es extrem störend, weil du eben dieses ganze Drumherum-Engineeren hast. Hi, gibt es in der L2-Wolke irgendwelche Spielregeln, was maximale Paketgrößen angeht, oder darf man das als Peer untereinander auskaspern? Also normalerweise sind Exchanges auf 1500 Byte pro Frame, also was man halt so üblicherweise kennt. Es gibt dann aber Möglichkeiten, auch zum Beispiel ein Private VLAN zu schalten zwischen zwei Peers. Da geht es dann noch mit größeren Paketen zum Beispiel. Außerdem gibt es einen Haufen Spielregeln für, ich darf da nur mit meiner MAC-Adresse irgendwie kommunizieren und nicht die MAC-Adresse absichtlich oder aus Versehen von anderen irgendwie verwenden. Da wird auf jeden Fall strikt gefiltert. So Sachen halt, genau. Und auch welche Protokolle, also normalerweise gibt es da halt irgendwie IPv4, IPv6, ARP, BGP. That's it. Aber manchmal, also an jedem Exchange kommt mal jemand vorbei und macht dann irgendwie noch Spanning Tree an und möchte dann mit der ganzen Welt Spanning Tree sprechen. Genau. Mittlerweile können wir das technisch filtern. Andere Leute haben es auch schon geschafft, so größere Netze zu kriegen durch Annektieren mit besserer Rootbridge. Manche ISPs haben ein Quarantäne-VLAN und dann kommt man erstmal in das Quarantäne-VLAN und dann wird da mal geguckt, ob man sich an die Spielregeln hält und wenn ja, dann darf man ins richtige VLAN. Erstmal danke für den Talk. Zu Beginn wurde ja gesagt, dass das mit dem Local Pref vielleicht eher nicht so die schöne Lösung ist. Was wären denn so Beispiele für eine vielleicht schönere Lösung? Ich möchte da zum einen auf den Talk von Gerd Döring hinweisen, auf der DENOC. Local Pref Considered Evil, der das sehr gut erklärt und besser als ich jetzt hier eine Antwort könnte. Ein anderer Schalter in BGP wäre zum Beispiel MED, den man nehmen könnte, um das zu machen, also den Multiple Exit Discriminator. Akronyme. Aber das ist wirklich Geschmacksrichtung, kann man sich ausschauen. Manche machen dann da irgendwie SDN und machen dadurch magische Routenselektierung. Also musst du für dich entscheiden. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man seine Policies strickt. Wenn ich sage, ich will jetzt wirklich das PNI hart priorisieren, dann kann ich es mit der Local Pref machen. Wenn ich aber sagen will, ich will dem Peer gegenüber auch noch ein bisschen die Chance geben, zu sagen, ich hätte es jetzt aber gern auf dem Weg, auch wenn du den eigentlich besser findest, dann kann ich auch mit dem MED arbeiten und kann sagen, ich setze die hier ein bisschen besser und da ein bisschen schlechter. Aber letztendlich kann der Peer dann auch über seine AS-Pfadlänge dann noch bestimmen. Irgendwie so gibt es Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen. Ja, vielen Dank. Ich wollte noch fragen, kann man Internet machen, irgendwie ausprobieren, also um herauszufinden, was man da so alles falsch machen kann? Ja, es gibt zwei Varianten, das zu tun. Zum einen hält ich nichts davon ab, zur RIPE zu gehen und da tatsächlich nicht. Und es machen auch sehr viele Leute. Ich habe da mal einen anderen Vortrag drüber gehalten und die Leute gebeten, das nicht zu tun, weil es eben das Internet ist, an dem viel mehr als nur ein Hobby hängt. Es gibt in Deutschland zumindest, ich weiß nicht, ob es international ist, das dn42.net, glaube ich, die im Endeffekt über VPN so ein Internet, wo du BGP spielen kannst, wo du dann auch mit Leuten peeren kannst und Co. hast.
und quasi von der DN42 RIPE dann IP-Adressen kriegst. Also das wäre meine Empfehlung, wenn du mal rumspielen willst mit anderen. Ansonsten natürlich lokal einfach irgendwas aufsetzen, ein paar VMs. Es gibt genug Tools, mit denen du dir auch eine Fulltable quasi in dein Lab ziehen kannst. Aber ja, DN42 wäre meine Empfehlung. Ich habe noch eine Frage. Ihr habt ja gesagt, bei euch sind auch CDNs, die bei euch Rechner im Rack stehen haben. Mir ist nicht ganz klar, wer hat da jetzt den größeren Vorteil davon? Kommen die CDNs zu euch und sagen, wir wollen gerne hier euren Kunden schnelleres Internet bieten? Oder sind es eher die ISPs, die bei euch angeschlossen sind, sagen, wir wollten gerne direkten Zugriff aufs CDN haben? Wie funktioniert das? In der Regel fängt es damit an, dass man irgendwie bei irgendeinem technischen Meeting ein Bier miteinander trinkt. Das kann sowohl das CDN als auch der ISP sein. Also ganz, ganz häufig fängt es einfach über persönliche Kontakte an und man redet einfach mal drüber. Aber ich würde sagen, generell haben eher die ISPs da ein Interesse dran und kommen dann auf einen zu. Also es gibt dann auch Fälle, wo dann ein kleinerer ISP sagt, wir haben wahnsinnig viel Traffic mit Cloudflare oder Akamai oder so. Könnt ihr die mal ansprechen, weil wenn wir die ansprechen, dann sagen die, ihr seid nur so ein kleiner Krauter, das lohnt sich überhaupt nicht, aber wenn der ganze IXP kommt und sagt, hier hängen noch 28 andere dran, dann lohnt sich es vielleicht für die zu sagen, okay, dann stellen wir da irgendwie ein paar Server hin als Cache. Also wahnsinnig viel ist da halt, glaube ich, immer eine relative Frage, die eben auch in dieses Kommerzielle vorhin reinspielt. Wenn du ein kleiner Netzbetreiber bist, der 1 Euro pro Mega bezahlt und dann ein Gigabit zu Akamai hast, dann zahlst du deinen Transitprovider jeden Monat 1.000 Euro. Für Akamai ist ein Gigabit ein Rundungsfehler, die machen irgendwie 200 Terabit Peak, das taucht nicht auf und dementsprechend ist das halt so ein Geben und Nehmen und der AX ist dann halt eben auch so eine kleine Genossenschaft quasi, die sich da zusammentrifft und eben gemeinsam höhere kommerzielle Interessen für den anderen darstellen kann. Jo, nachdem hier da doch einiges an Internet-Traffic drüber läuft, würde ich fragen, dann, wie oft kommen denn da so Leute vorbei, die da gerne alles mitlesen würden? Gar nicht. Ja. Also an Großen passiert es, das ist auch relativ bekannt, ja. Dass das passiert ist, war auch in den ganzen Snowden-Enthüllungen und Co. mit drin, aber jetzt so in kleinen, regionalen nicht. Wir sind auch keine Kritis, zum Beispiel, ich glaube Kritis bist du ab 100 Peers oder sowas. Ja. Ja, ich glaube, da ändert sich gerade die EU-Regulierung und das ist alles ganz kompliziert und alles ganz schlimm, aber man muss relativ groß werden, dass man dann irgendwie... Was mich interessieren würde, du hattest ja gerade besonders gesagt, dass der professionelle Betrieb von so einer AX extrem wichtig ist. Meine Frage wäre, wie macht ihr das mit 6 ehrenamtlichen Leuten, 6 bis 8 ehrenamtlichen Leuten? Weil ich könnte mir das sehr schwierig vorstellen, da zum Beispiel einen 24-7-Support hinzukriegen und Ähnlichem. Ich meine, das kriege ich bezahlt schon schwierig hin. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben damals 2010, als es neu gebaut wurde, haben wir quasi die Peers mal zusammengetrommelt, an einen großen Tisch gesetzt und gesagt, also es gibt folgende Möglichkeiten. Entweder wir machen den großen Exchanges ein Angebot, ob die das nicht übernehmen wollen, oder wir machen es selber und dann wird es halt so, wie es wird mit den Mitteln, die wir haben. Oder was war noch die dritte Option? Ich weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung. Es gab noch eine dritte Option. Ja. Und die Peers haben gesagt, das ganze Ding ist für uns klein genug, dass es nicht mission critical ist. Und wenn es jetzt mal einen Ausfall gibt, dann wird uns das verziehen sozusagen. Und wir sollen es auf jeden Fall weiter selber betreiben und auf gar keinen Fall in fremde Hände geben. Das war eigentlich so die Grundstimmung, die da herrschte. Da waren wir bei 2 Gigabit Traffic. Genau, und seither... Ja, und seither ist es halt extrem gewachsen und wenn es jetzt noch ein Stück weiter wächst, dann kommen wir tatsächlich irgendwann an den Punkt, wo man vielleicht mal jemanden braucht, der einfach 24/7 irgendwie erreichbar ist, beziehungsweise halt sowas dann outsourcen kann an vielleicht einen der Teilnehmer, die da eh dranhängen und eh irgendwie involviert sind. Wobei ich glaube, dass auch der Punkt ist, warum es gerade so gut funktioniert, weil wir eben hier Dog-Feeding betreiben. Neuner und ich betreiben beide jetzt nicht kleine Netze im Großraum Stuttgart. Wenn das Ding kaputt geht, haben wir dann eine sehr hohe Eigeninitiative, das Ding wieder zu betreiben. Genau. Ja, und das ist auch mit allen anderen Teilnehmern da quasi so. Also ja, es funktioniert mit Ehrenamtlichen, aber das hat eine Grenze. Nur um diese Grenze eben zu überschreiten, musst du kommerziell irgendwann erstmal erfolgreich werden. Und aktuell, ganz transparent, ist es so, dass der AX eigentlich einen wirklich großen Teil, ich würde mal sagen 80%, über 80% der Umsätze in die Stromkosten und die weitere Infrastruktur setzt. Und da jetzt mal die Kohle zu finden, jemand Vollzeit zu bezahlen, ist noch ein paar Schritte weg. Wie sieht das denn aus mit rein physikalisch? Also wo stehen dann eure Racks? Wie kommen die Kabel zu den kleineren ISPs?
Magisch auftauchen tut es wahrscheinlich nicht. Genau, leider nicht. Die Racks stehen in Stuttgart im Industriegebiet Zettachring, Fasanenhof, wie auch immer, in einem kleinen Rechenzentrum, umgeben von ein paar anderen kleinen Rechenzentren. Das ist ganz praktisch, weil dadurch, dass da halt einige auf dem Haufen sind, kriegt man die relativ einfach connected. Also da gibt es Kabel zwischen den Rechenzentren, die man sich dann irgendwie für ein paar Euro im Monat mieten kann als ISP, der da irgendwo in der Nähe ist. Und die kommen dann halt in der Regel irgendwie auf diesen ODFs, also auf diesen Patch-Paneln raus. Ja, je nachdem, da gibt es verschiedene Konstrukte. Und in der Regel macht es dann Sinn, dass man halt noch eine weitere Location erschließt, um halt einfach den Peers einfach zu machen, dorthin zu kommen. Also ein AX möchte halt eigentlich in allen Rechenzentren der Stadt vertreten sein. Das ist so mehr oder weniger das Ziel. Und ja. Ja, noch ein technisches Problem zum Remote Peering ist, denke ich mal, zum Beispiel, ich habe irgendwie einen Streaming-Dienst mit Servern in Frankfurt und in New York und die sitzen da beide an diesem AX dran und die Server in New York sind halt überlastet und jetzt habe ich hier in Deutschland meine DSL-Endkunden, die schauen diesen Streaming-Dienst und im Zweifel flubbern dann halt die Pakete einmal über den Atlantik drüber, wo die Server eh überlastet sind. Die interessiert das vermutlich eher weniger, dass da die Latenz höher ist, aber funktioniert dann halt nicht. Und ich sehe halt nicht, wo die Pakete hinfließen. Genau, und gerade auch bei dieser Atlantik-Geschichte, du siehst halt auch nicht, wie viel Luft gerade noch über den Atlantik ist. Deswegen gibt es aber auch zum Beispiel viele CDNs, die halt mittlerweile anfangen, nicht reines BGP mehr als Entscheider zu treffen, ob ich den Verkehr jetzt aus Stuttgart, München oder Berlin liefere, sondern die nehmen dann eben, die machen zum Beispiel Akamai, pingt die Nameserver von den Leuten, bildet sich dann irgendwie eine Latenzmetrik und entscheidet daraus, was der bestgelegene nächste Server ist, um eben sowas zu umschiffen. Ja, also wenn ich das damals richtig gelernt habe, kann man auch über falsche BGP-Announcements sehr viel kaputt machen. Und da gibt es jetzt, soweit ich das glaube ich weiß, Signierung für BGP. Könnt ihr da vielleicht noch was zu erzählen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. BGP-Sec hat sich bislang nicht so richtig durchgesetzt. Was Leute machen, ist RPKI. Also da gibt es quasi dann bei den Internet Registries gibt's ein signiertes, kryptografisch signiertes Objekt, da steht drin, diese AS-Nummer darf dieses Präfix ins Internet announcen. Und damit sollen Hijacks quasi verhindert werden. Es gibt noch ein paar andere Angriffsszenarien, die damit nicht abgedeckt werden. Da wird gerade dran gearbeitet mit, ich habe die vier Buchstaben schon wieder vergessen. ASPA, danke, ja. Genau. ASPA soll noch so ein paar andere Use Cases abdecken. Da kann ich dann quasi sagen, das sind meine Kunden. Und dann, also diese AS sind meine Kunden-AS und dann kann man sich den Baum daraus aufbauen und halt quasi gucken, ob der Peer mir announced, was er auch tatsächlich announcen darf. Das sind Dinge, die auch die Route-Server ganz strikt machen. Also die Route-Server gucken diese Sachen nach und wenn ich als Peer in einem Route-Server Sachen announce, dann gibt es eine ganze Liste von Sachen, die da gecheckt werden. Und es darf tatsächlich nur durch, was dann auch ganz sicher passt. Genau. Kannst du dir auf stuttgarterx.net mal anschauen, wenn du da auf Route-Server klickst, ist da auch jeder Schritt aufgeschrieben, was der Route-Server da quasi filtert. Und das ist vielleicht noch so ein Pro-Argument für den Route-Server, weil du eben als kleines AS das deinen 10 Kunden in DSL machen musst, vielleicht auch gar nicht die Kapazität für hast, dann peerst du einfach mit dem Route-Server und der kümmert sich hoffentlich um Routing-Security für dich. Habt ihr irgendeine lustige Story, wo mal irgendwas richtig schief gegangen ist? Also bei uns am AX jetzt tatsächlich nicht, der läuft ziemlich gut. Es gibt interessanten Spaß mit diesen CDNs. Also die Server quasi, die jetzt hier in den zwei rechten Racks stehen, die kriegen wir halt von Firmen aus hauptsächlich Amerika geschickt, müssen mit denen zusammenarbeiten und Co. Und das führt immer mal wieder zu interessanten Abstimmungsthemen, wenn da mal eine Hardware nicht richtig ankommt oder sonst irgendwas oder irgendeine Config nicht passt. Aber da sind wir leider an NDAs gebunden. Deswegen können wir auch nicht Fotos davon zeigen. Aber es ist wirklich witzig, lustig, ist noch nichts kaputt gegangen, leider. Wenn was kommt, wir machen Talk. Ja. Also wenn die Spedition mal irgendwie echt teure Hardware einfach in irgendeinem Hof, in irgendeinem Bauhof, doch, in irgendeiner Stadt abstellt und man nicht weiß, wo, da steigt der Blutdruck. Ja. Also hier dieses
Das rechte Rack wurde komplett in einem kleinen Dorf in einer SSB, also Stuttgarter Straßenbahn-Endhaltestelle, nicht zu dem Provider geliefert, sondern einfach irgendwo auf den Wertstoffhof gestellt. Ja. Und wir mussten es dann suchen. Es war zum Glück, ihm ging es gut, ja, aber ja. Es stand da einfach unbewacht auf irgendeinem Parkplatz. Ne? Ja. Ich wollte noch fragen, ob man beim Stuttgart DX einfach so mitmachen kann und was man da tun kann oder ob ihr da irgendwie Hilfe braucht oder wie auch immer. Also praktisch wäre es natürlich, wenn du irgendwie in der Region bist, dass 24/7-Betrieb funktioniert. Genau, ansonsten, es braucht halt Leute, die irgendwie dieses Netzwerk-Layer verstehen und können. Also es kommen jetzt demnächst noch mehr Switche dazu. Aktuell ist ja nur dieser eine Switch. Andere sind seit einigen Monaten unterwegs und dauern auch noch ein paar Monate. Und dann ist quasi die Herausforderung, das Ganze auf irgendwie eine EVPN-MPLS-Plattform wahrscheinlich zu heben. Das heißt, da braucht man dann jemanden, der irgendwie Layer 3 verstanden hat, um dann eine Layer 2-Wolke auf das Layer 3 zu bauen. Ansonsten sind halt die üblichen Sachen, das Serveradministration, es gibt irgendwie VMs für den Route-Server und diese Dinge, Automation, Monitoring, so Sachen kann man sicherlich immer brauchen. Ja, also sprich uns gerne nachher an oder ansonsten ops@stuttgarter.xd. Genau. Also das wäre jetzt auch die letzte Frage gewesen, die ich euch gerne gestellt hätte. Die ist leider jetzt schon vorweggenommen worden, aber das ist eine wichtige Frage, finde ich. Ich sehe gerade keine weiteren mehr oder habe keine Fragen mehr im Kopf. Okay, da ist noch eine. Hat noch jemand eine weitere Frage? Okay, dann gehe ich zu der einen noch. Hi, ihr hattet gesagt, es ist im Interesse eines IX im Metro-Area sozusagen in jedem größeren Rechenzentrum einen Schrank bzw. einen Anschlusspunkt zu haben. Wie baut ihr das klassischerweise auf? Weil ich kenne es aus unserem Betrieb, wir strecken auch unser Layer 2 zwischen zwei Standorten, aber wir gehen halt zu einem Provider, zur Telekom, wir mieten eine Dark Fiber und legen da irgendwie eine DWDM-Strecke drüber und dann ist das erledigt. Und das Szenario habt ihr ja nicht, ihr könnt ja nicht einfach zum nächstbesten Provider gehen. Also wie würde man sowas dann technisch klassisch aufbauen? Ja, genau. Also man muss jetzt halt irgendwie gucken, wenn es jetzt zwei Switches sind, dann kann man die theoretisch einfach zusammenstecken und man mietet sich dann halt eine Leitung von im besten Fall einem der Peers und kriegt einen guten Preis oder so. Sobald es mehr wird, wird es kompliziert. Es gibt eine Vereinigung von IXPs, das nennt sich EuroIX. Drehe ich mal um. Hm? Umdrehen? Ach so, hier, EuroIX. Da kann man sich mit anderen Leuten austauschen, die sowas betreiben. Das ist eine sehr offene, sehr coole Community. Und soweit ich das mitbekommen habe, machen praktisch alle heutzutage irgendwie eine EVPN-Wolke. Also haben ein geroutetes OSPF oder ISIS-Netz aus ihren Switchen und setzen da oben drauf einfach eine EVPN-Wolke. Also einfach jetzt in Anführungszeichen. Ja, aber technisch halte ich auch nichts davon ab, quasi VLANs durch die Gegend zu schubsen und einfach Dark Fiber einstecken tut. Ja. Genau. Machen auch viele AXe. Ja, dann nochmal danke, Momo und Sebastian. Ich glaube, dass so viele hier ruhig sitzen geblieben sind und selbst den Fragen und Antworten in Ruhe gelauscht haben und auch so viele Fragen gekommen sind, zeigt einfach, wie gut ihr diesen Talk halt vorbereitet und gezeigt habt und wie viele Fragen ihr da einfach so schön mit noch kreiert habt. Ich fand das super. Ich hoffe, ihr fandet das auch super. Dankeschön.